So, hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Ausgabe von Let's Play WWE SmackDown vs. Raw 2008 GM Mode. Nicht vergessen, es läuft aktuell ein Voting, ob das Let's Play weitergeführt wird oder ob ein neues Let's Play kommt und so weiter. Alle weiteren Infos findet ihr in der Videobeschreibung. Hoffentlich macht das der Zukunft Franz so. Ja, vorletzte SmackDown-Ausgabe vor SummerSlam, unserem letzten Pay-Per-View wahrscheinlich dann, falls das Ganze hier nicht weitergeführt wird. Und ich versuche jetzt nochmal, nachdem ich in der letzten Episode es nicht geschafft habe, mir meine Cruiserweight Championship zurückzuholen von CM Punk, mir die World Heavyweight Championship zu schnappen von Undertaker mit dem Boogeyman in einem Hardcore-Singles-Match. Ha, ich habe irgendwie Bedenken, dass es klappt. Aber ein Versuch ist es wert. Die Matchregeln sind hier zu sehen und wir spielen das Ganze. Ich möchte gerne den Boogeyman spielen, das ist er wahrscheinlich. Und auch diese Episode wird euch präsentiert von WrestlingGames.de, der Seite für Wrestling und MMA Games. Ach ja. So. Wann hatte ich das letzte Mal klicklich gegen den Taker verloren? War es auch mit dem Boogeyman? Im Steel Cage Match oder sowas? Bin mir nicht mehr ganz sicher. So, Boogeyman war ja derjenige, den ihr euch ausgesucht hattet zum Number One Contender. Und. Naja, probier's einfach mal. Eventuell klappt's ja. Könnte klappen, könnte auch nicht klappen. Kann auch wieder sein, dass der Taker wieder 95% kontert. Oder meint 95% zu kontern. Ich mach einfach Rapids die ganze Zeit. Zack. Einfach ein paar Standardaktionen. Oh, diesmal hat er den gekontert. Okay, jetzt kriegen wir uns da jedes Suplex ab, den wir gerade noch an ihn gezeigt haben, oder? Liege ich da richtig? Ich glaube schon, ne? Ach ja, der gute LGM-Mod. So, holen wir uns mal ein Stühlchen. Können wir schon mal ein bisschen fertig machen. Hier in einem Hardcore-Match ist es ja kein Ding. Boom! Einfach mal auf die Mütze gehauen. Was haben wir denn als Zeugs hier? Als Fähigkeit? Ich weiß nicht. Was ist das? Stärk. Bro, Stärk? Keine Ahnung. So, einfach mal Finisher probieren und ansetzen. Natürlich klappt der nicht. Aber ich muss es immer weiter probieren, bis es klappt. So läuft das ja hier. Bam! Das hier läuft. Nein, bam, bam. Okay. So ist mal auf die ganz übliche Art. Und immer so weitermachen, bis wir einen Finisher kriegen. Ist hier noch irgendwas Nützliches am Start? Komm, geben wir nochmal ein Stühlchen. Und dann haben wir geht auch. Ich würde aber eigentlich lieber ein Stühlchen haben. Bam! Zack. Okay. Torden bringt mir eigentlich nichts. Deswegen mache ich das hier nochmal. Hier mit dem guten Boogeyman. Alter. Schläge kommt, denn ist nicht so meins. Komm rein. Noch Mann. Da hat er doch mal einmal auf mich gehört. Und dann wurde mir das zum Verhängnis. Wenn du einen Hammer hast, dann habe ich auch einen Hammer. Bam. Hahaha. Immer rauf da. Zack. Alter. Ja. Warum klappt das nicht? Running, move, noob. Running, move, noob. Zack. So. Finisher, Finisher, Finisher. Geht doch. Es klappt einmal. Glaub's nicht. Pump Handle. Facebuster oder so. Und Cover. So, wie ist er denn gleich ausgekippt? Wie ist das möglich? Hardcore Match ist doch mit Pin, oder nicht? Oder wo ist jetzt mein Fehler? Ich weiß es nicht. Neckbreaker auf den Sledgehammer. Da nicht raufhauen. Einfach mal gegenlaufen, ne? Ist klar. Ich hätte gern einen Stuhl. Is that possible? Is that possible, danke. Kann man ja schon mal ausnutzen, wenn man hier ein Hardcore-Match hat. Aber warum hat er den Scheiß denn gerade fallen lassen? Weiß es nicht. So, dann einmal einen weiteren Finisher zeigen und da wird auch wieder ein Heat kommen. Was ist denn heute los mit dem Taker? So, und warum nimmt er das Cover nicht an? Ich weiß es nicht. Okay, jetzt macht er es. Und wir hatten beinahe einen neuen World Heavyweight Champion. Aber auf die ganz billige Art und Weise. Aber muss ja ein bisschen Spannung hier reinbringen, das Match, ist ja klar. Und
so ein Noob. Tag ja schon orange, Körper und Torso. Nein, Quatsch. Torso und Kopf. Körper und Torso ist ja das gleiche. Also in meiner Welt. Ach, muss wohl einer noch üben, was? kann er sie nicht so weit bücken, wie es aussieht? Nein! Nein! Fuck! Wurde doch noch getroffen. Wurde ich doch noch getroffen. Aber jetzt wieder nicht. Nein! Bam! Jawohl. Dann los den Scheiß. Und zweiten Finisher habe ich sowas. Weiß nicht, was mein zweiter Finisher ist. Warte ich irgendeinen Chokebomb oder so? Egal, aber das wenigstens gleich mit Cover. Und haben wir einen neuen World Heavyweight Champion. Los, komm! Der Boogeyman! Neuer World Heavyweight Champion, ich glaub's nicht! Und in letzter Sekunde wäre der Taker noch rausgekommen, aber er war leider zu spät. Leider zu spät. Oder so. Cool, ich habe mal ein Match gewonnen gegen den Taker, auch wenn es nur mit hohem Waffeneinsatz war. Aber ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Ja, da bin ich stolz auf mich. New World Heavyweight Champion, The Boogeyman. Cool. Nice. Cool. Die Fehde ein bisschen spannender. Würde ich einfach mal behaupten. Und mal sehen, wie die Ratings jetzt waren. So, weiter bitte. Ratings, was sagt er? 4 Sterne Rating, das ist okay. 4 Sterne, 4 Sterne, 4 Sterne, 4,5 Sterne. Das ist aber durchweg eine gute Wertung. Würde ich mal behaupten, was? Achso, auf die nächste Woche bitte skippen. Danke. SMS. Ein Monat ohne Verletzung. Hey, 1% mehr. Verletzungen von Superstars sind schlecht für das Business. Cool, wenn man Verletzungen ausgestellt hat. Fansupport. Jawohl, wir sind die Nummer 1. Und das bleibt hoffentlich auch so. Bis zum Ende. Finanzen. Wir haben... Na, okay. Na, ein bisschen Gewinn machen. Ist auch okay. Was sagt denn WWE.com? Was sagen die Jungs? Match der Woche. Was für ein Hauptkampf. Was für eine Wahnsinnsshow von SmackDown. Das Match hat eine 4,5 Stars-Bewertung. Der Boogeyman hat sich durchgesetzt. Man kann es als Match der Woche bezeichnen. Nächste Woche. Ja, auch irgendwas. Gut. Dann würde ich mal sagen, steht eine nächste... Ja, steht die letzte SmackDown-Ausgabe an, oder was? Und Boogeyman als Nummer 1 hier, oder was? Take him noch mit 97. Wie sieht's bei den Fäden aus? Haben alle nur einen Daumen hoch, schade. Schade. Naja. Naja. Aktuelle Champions, Boogeyman, Daniel Bryan, Punk, Cesaro und Sheamus. Jo. Dann würde ich mal sagen, wer hat's denn heute nötig? Nee, warte mal, ich muss erst noch gucken. Wie hat aus in der Power 25, ob Taker überhaupt für die World Heavyweight Championship antreten kann, und wie es aussieht, kann er es nicht. Das ist ja richtig lame. Aber ich möchte eigentlich... ja. Wie möchte denn die SummerSlam Card? Weiß ich noch gar nicht. Weiß ich noch nicht. Naja, lass uns erstmal sehen, wen wir diese Woche pushen. Oder lassen wir es einfach mal aus. Weil wir haben ja eigentlich alle zu... Na komm, zu Ehren. Wollen wir... Na... Haben wir Roman Reigns und Seth Rollins noch ein, zwei Mal. Okay. Dann haben wir das auch gemacht. Dass die auch nochmal offiziell antreten können für die Tag Team Championships. So, Trophäentermin. Seffi! Okay. Und dann... nochmal... Seth Rollins. Gut. Und jetzt Roman Reigns. Roman, Roman, Roman. Und wahrscheinlich zum letzten Mal einen Trophäentermin jetzt mit Roman Reigns, weil ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Mehrheit sich nicht für GM Mode entscheiden wird. Aber ich bin gespannt, ne?
Okay. Roster nochmal angucken. Wie sieht's denn jetzt aus? Wir müssen jetzt eigentlich genug haben, ne? Guck mal, wo die jetzt gerankt sind. 92 und Seth Rollins mit 95. Sollte ganz locker flockig klar gehen. Und jetzt die Go Home Smackdown Show. Mal gucken, wie machen wir denn jetzt hier? 2-on-2 normales Tag Team Match muss ja auch mal wieder sein. Tag Team Championships. Geht das jetzt? Jetzt geht's. Schön. Schön. So, dann brauchen wir noch. Ja, die Fäden müssen weiterhin laufen. Da machen wir wieder irgendwie die zwei Fäden in ein. Machen wir ein Battle 4-Way Match. Battle 4-Way. Ein TLC. Goldberg. Bray Wyatt haben wir noch gar nicht gesehen in Action, ne? Dann machen wir daraus doch mal ein Match gleich mal. Aber erstmal muss hier doch Dean Ambrose und Dolph Ziggler hin. Aber die müssen da hin, so. Dann sehen wir hier ein schönes Debüt-Match von Bray Wyatt. Und das Ganze wird ein Normal-Match. Das heißt, Bray Wyatt darf sein Debüt feiern. Und zwar gegen Edge. Er ist relativ populär und er hat auch nichts zu tun gerade. So, die Promos dazu folgen wir wieder mit Zeugs, Verleugnungskampagne und Interference. Und da packen wir einfach mal Sheamus hin. Im Main Event dürfen die beiden wieder gegeneinander. Aber Non-Title-Match erstmal. Oder warte mal, dann machen wir. Dann machen wir das. Triple Threat. Triple Threat. Steel Cage. Und da packe ich mich rein. Und dann sage ich den einfach, weil ich mich so gut geschlagen habe beim simulierten Match, bekomme ich eine Chance auf die World Heavyweight Championship bei SummerSlam. Ach, das stimmt, wenn man sich selber bookt. So, dann brauchen wir noch irgendwie ein Match, entweder um die Cruiserweight oder um die United States Championship, ne? Warum machen wir nicht? Ja, ich würde mal sagen, wir machen Folgendes, dass wir da ein. Ja, wie meint ihr denn jetzt? Ich würde dann gerne bei SummerSlam ein Match haben um beide Championship-Gürtel, United States Championship und Cruiserweight Championship. Ich würde es einfach sagen. Was machen wir denn da? Den dürfen die heute nochmal irgendwie in einem Team antreten. Ja, machen wir erstmal Six-Man Hardcore Trooper through the Tornado Tag. Okay, die beiden im Team. Gut. Und wer darf denn nochmal? Machen wir Warrior, Rest in Peace, ne? Dann darf der erstmal mit Big E Langston wieder in einem Team, kennt man ja mittlerweile. Und Cesaro hat auch aktuell nichts zu tun. Wenn mich nicht alles täuscht und darf zusammen mit Chris Jericho antreten. Cesaro haben wir schon irgendwo? Achso, ich erinnere mich. Cesaro denn halt nicht. Dann darf Chris Jericho mit jemand anderem zusammen antreten. Hogan. Nehmen wir Hogan. Jetzt aber. So, das sollte einigermaßen klar gehen. Ja, denk schon. Denke schon. Und dann sehen wir in der nächsten Episode. Ja, dann gucken wir uns. Dann spielen wir Bray Wyatt gegen Edge. Das machen wir. Spielen wir Bray Wyatt gegen Edge. Und das reicht dann auch, ne? Das lassen wir simulieren und dann geht's weiter mit SummerSlam. Gut, etwas kürzere Episode heute. Aber sollte nicht allzu schlimm sein. Wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag. Euer Franz, euer Zock. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.